Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft PSP Edition hier im wunderschönen Goldarion. Ja, letzte Folge haben wir das Dörfchen gefunden, wo ich erst gedacht habe, es wäre einer ganz anderen Stelle. Uiuiui, klopft doch nicht so. Verschwindet, Dämonen! Oh shit, ich hab die Fackel abgehackt. Ah! Hilfe! Oh, ich krieg noch einen Anfall. So. Verpisst euch, bitte. Danke. So, wir haben 10 Kartoffeln, 6 Karotten, ein bisschen verschlimmertes Fleisch. Oh. Ich hab jetzt doch, ich hab ein Bett. Hä? Wieso habe ich ein Bett, bitteschön, wenn ich dann Dings. Wieso schlafe ich da nicht einfach? Ja, denke ich mir auch gerade. Ja. Kümmert euch um eure Zombies alleine. Ach, welch wunderschöner Morgen. Danke, dass ich bei euch übernachten durfte, ihr Bürger dieser Stadt. Ach du heilige Scheiße. Wo sind da die Eisengolems, wenn man sie mal braucht, ne? Und wie kann es sein, bitte, dass die Zombies. Oh, ein Zombie-Dorfbewohner. Nein! Oh mein Gott, ein Zombie-Dorfbewohner. Ich kann ihn nicht heilen, außerdem verbrennt er. Brenne! Brenne, Dämon! Also. So. Genug davon. Ich denke mal, wir haben. Ja, das da dann immer noch mit. Lieber mal mehr als zu wenig. Die haben doch hier noch irgendwo mehr Felder gehabt. Irgendwo. Ah ja. Ich versuche jetzt noch ein bisschen was mitzunehmen und dann. Warte mal, habe ich jetzt. Ja, Fackeln habe ich. Ja. Ich versuche jetzt ein bisschen was mitzunehmen und dann mache ich mich mal wieder zurück auf den Heimweg. Denn eigentlich haben wir ja, was wir wollten. Wir haben Karotten und wir haben Kartoffeln. Das dürfte unser Nahrungsvorrat mehr als genug decken. So, jetzt muss ich erstmal einen Blick auf die Karte werfen. Ja, super. Wir sind natürlich so weit weg, dass ich jetzt keinen Plan habe. Aber das Dorf war da. Da ist dieser Berg. Genau. Gut, habe ich überhaupt noch irgendwas Normales zu futtern dabei, was ich so für einen Weg schnabulieren kann? Naja, aber 13 Kartoffeln. Schlecht. Ich will nicht meine ganzen Kartoffeln essen, bevor ich zu Hause bin. Das wäre natürlich doof. So, ich probiere jetzt mal den Trick, den ich mir da nochmal abgeguckt habe. Ich renne jetzt durch die Wüste und springe. Hoffentlich verbrauche ich dadurch weniger Essen, als wenn ich jetzt einfach so sprinten würde. Und vielleicht geht's auch schneller. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Das Let's Play ist ja jetzt Geschichte. 20 Abonnenten-Special ist oben. Wo ich übrigens auch gutes Feedback bekommen habe. Also danke auch nochmal dafür. Ja, ich weiß, ich sag oft danke, aber trotzdem. Da lang. So. Irgendwo hier war doch der Tempel. Ich glaube, ich verlaufe mich gerade. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich verlaufe mich. So, wir gehen jetzt mal auf diesen Hügel und gucken. Ah, ja. Okay, das heißt, wir müssen in diese Richtung. Ich verbrauche anscheinend wirklich kein Essen. Also kein. Ich bekomme keinen Hunger, meine ich. So. ja, sonst, was gibt's Neues? Ich werde jetzt bald, weil jetzt habe ich ja wieder ein bisschen mehr Zeit, da ja das der jetzt fertig ist. Werde ich jetzt wahrscheinlich in nächster Nähe oder näheren Zukunft bald mal das LPD anfangen, was ich ja eigentlich schon geplant hatte, dass ich anfangen möchte. Und bin ich mal sehr gespannt, wie das dann abläuft, ob das alles so läuft, wie ich mir das wünsche. Danke für das Fleisch, mein Freund. Hier sind gerade viele Tierchen, die schlachte ich halt. Damit ich halt einfach mal ein bisschen was zu futtern habe. So. Habe ich noch Holz? Nein. Doch. Habe ich. Ich muss nämlich mal wieder eine Werkbank herstellen. Weil ich habe keine Lust, darüber zu schwimmen. Mensch, was mache ich denn? So. Die markiere ich mir mal. Falls ich irgendwann mal doch wieder mal herkommen sollte. So. Kann ich mir ein Boot bauen? Habe ich genug? Nee, habe ich nicht. Also schön. Hoffentlich macht die Axt jetzt nicht schlapp. Den einen kleinen Baum, den wird man ja wohl noch kriegen dürfen, oder? Ja, hat geklappt. Gut. Fahrzeug.
Eingebrudelt. So. Ich weiß nur noch grob die Richtung, irgendwo da lang. Also, irgendwo da lang. So, ja, und ich bin auch mal sehr gespannt, wie das neue Projekt dann so beginnt und ob das alles so koscher läuft. Ah, Ronald Rosenblatt ist wieder da. Ronald Rosenblatt. Da vorne, ich sehe es ja schon. Das müsste unsere Küste sein. Unsere gelobte Heimatküste. Ah, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch erwähnen. Ja. Ja, falls das mit dem LPT noch nicht so ganz hinhaut, beziehungsweise falls es sich noch ein bisschen hinzieht, möchte ich vorher vielleicht einfach mal uns meine und Black Zeros private Welt zeigen, wo wir schon seit, keine Ahnung, fast einem Jahr im Überlebensmodus rumwerkeln quasi. Wir bauen da eine, naja, eine Stadt, eine Welt einfach mit allem, was dazugehört. Und naja, wir haben da so unsere Ideen und das würde ich gerne zeigen und das würde ich nicht nur irgendwie gerne zeigen, sondern halt auch Livestream nebenbei. Und wie gesagt, wie ich schon angekündigt habe, falls ihr das sehen wollt oder falls ihr Interesse habt, kann ich das gerne machen, ist kein Problem. So, wieso ist denn das da jetzt kaputt? Egal, es reicht eh noch nicht für ein komplettes. So. Dann pflanzen wir erstmal an, was geht. Eine behalten wir. Die Karotten, ja, die pflanzen wir. Pflanzen wir die jetzt zusammen? Kann man die überhaupt zusammen anpflanzen? Das weiß ich eben nicht. Das machen wir dann einfach ab hier. So, genau. Gut, mehr geht im Moment sowieso noch nicht. Sowieso. So. Ah ja, da ist die Hacke. Ja, gut. Irgendwas wollte ich da jetzt reintun. Na, egal. Ach ja. Oh, da ist ja noch ein Steak drin. Mensch. Und da ist noch ein Schnitzel drin. Mensch. Das hätte ich gebrauchen können. So, unsere Nahrungskiste ist oben, aber ich bringe erstmal den ganzen Plunder, den wir haben, zurück. Ich guck mal, was wir hier so haben. Habe ich dafür irgendwas? Gebrauchsdinge oder so? Sieht eigentlich nicht so aus. Da haben wir Truhe, Sonderblöcke. Ja, TNT haben wir ein bisschen. Ein bisschen Sandstein, ein bisschen Sand kommt, glaube ich, darüber. Glatten Sandstein haben wir auch. Ansonsten ist da nichts. Pflasterstein ist klar, kommt auch mit rein. Sind das Eisensachen? Ja, das sind Eisenäxte. Ich hatte da letzt ein bisschen privat mal in meiner Welt gespielt. Und da hatte ich einen Stall gebaut für Pferde. Und ist wunderschön geworden, also finde ich. Wie gesagt, Meinungen gehen auseinander. Ist wunderschön geworden, praktisch und alles wunderbar. Stelle ich ein Pferd hinein, macht's puff. Ich drehe mich um, guck wieder hin, ist es weg. Toll. Habe ich mir gedacht, na gut, mach dir nichts draus. Nimmst du ein neues Pferd, stellst es rein. Puff, auch wieder weg. Mit Sattel und allem drum und dran und was da gehört. Und dann habe ich das, habe ich das halt wieder nachgeforscht, so wie ich das gerne mache. Und habe herausgefunden, dass das ein Bug ist. Ein Bug vom Spiel aus. Und da kann ich gar nichts dagegen machen. Da muss ich warten, bis das irgendwann mal gepatcht wird. Weiß nur nicht, wann es gepatcht wird, aber. Oder ob es überhaupt irgendwann jemals gepatcht werden sollte, aber. Naja. Ich hoff's einfach mal. Aber, wie gesagt, das finde ich zum Beispiel ein bisschen blöd. Also, das hätten sie gleich irgendwie mitmachen können oder so. Das fand ich jetzt schon ein bisschen scheiße. So, wir machen uns mal eine hübsche, leckere Ofenkartoffel. So. So, wo kommt die Kartoffel hin? Ja, da, Kartoffel. Ach, die machen wir jetzt einfach da hin. Verzeihung, ich habe gerade ein bisschen Frosch im Hals, merke ich. So.
Gut, wir sind erstmal so weit wieder funky fresh. Ja. Ast rein. Ach ja. Schönes Haus. Gut, so schön ist es nicht, aber wie ich schon, keine Ahnung, 300 Mal angekündigt habe, es soll zweckmäßig sein. Zweckmäßig. Es soll nicht besonders hübsch sein, es soll einfach nur seinen Sinn erfüllen. Wenn ihr hübsche Häuser sehen wollt, dann müssen wir in einer anderen Welt gucken. So. Was mich zum Beispiel auch noch genervt hatte, war... Irgendwas hatte mich der letzte noch genervt, was ich gesehen... Jetzt ist es ja wieder... hä? Das Spiel macht mich fertig, manchmal. Das macht mich echt fertig. Nee. Furchtbar. Ja, was mich zum Beispiel auch noch gestört hatte, ist seit diesem Update mit den Pferden und so, ist mir irgendwie aufgefallen, oder vielleicht habe ich den Bogen noch nicht raus, aber man kann jetzt mit einem Boot nicht mehr bremsen. Wenn man rückwärts fährt, also wenn man den Analogstick zurückgezogen hat, hat das Boot normalerweise gebremst. Aber, es hat einfach nicht gebremst und das verstehe ich nicht. Also, wieso sollte man das abändern? Warum sollte man sowas wegpatchen? Das ist doch total... totaler Käse. So, wenn ich jetzt mal gucke, erlaubt Fernangriffe mit Pfeilen, ja. Pfeile, was? Munition für Bögen. Ja, aber ein Schaden steht da jetzt nicht da. Ne, weil ich wollte ja eigentlich mal was machen. So, ich brauche mal 2 Diamanten. Denn wir fangen jetzt mal langsam an, weil ich habe Level 30. Und ich möchte mich ja vorbereiten auf gewisse Sachen. Viele von euch können es euch sicherlich schon denken. Und ich habe jetzt Level 30. Und das heißt, ich... und das heißt, ich werde jetzt mal ein Diamantenschwert machen und das dann schon mal verzaubern. Ich hoffe oder bete, besser gesagt, dass da jetzt eine gute Verzauberung bei rauskommt. So, wir haben da jetzt 30 und da jetzt 30. Ich weiß nicht genau... Okay, da ist wieder ein 30er, das ist auch einer. Ich weiß, längere Texte sind meistens nicht so dolle. Also nehmen wir jetzt einfach das da. Und was haben wir gekriegt? Rückstoß. Nemesis der Gliederfüßer. Nein. Ach, Kacke. Das ist jetzt nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Tut mir leid. Wenn ich diese Wand hier abändere... Ich hab ne... jawohl. Ja, nee, doch, nee. Nee, das mache ich jetzt nicht. Nein. Obwohl, ich könnte... Haben wir Schleim? Müsste ich jetzt mal nachgucken, ob wir Schleim haben. Würde mich jetzt mal interessieren, ob wir Schleim haben. Wenn wir Schleim haben, mache ich vielleicht noch was. Nee, doch. Da, Schleimball, weil ich... Warum eigentlich nicht? Ich habe schon etwas in Planung für die nächste Folge. Zeig ich mal hier. Ja, hier ist eigentlich recht schön. Ja. Doch, hier finde ich das angenehm. Nun gut. Ja, für die nächste Folge habe ich mir schon was ausgedacht, was bestimmt cool wird. Ja. Das war's, glaube ich, erstmal wieder für diese Folge. Wir sind jetzt erstmal wieder zurück nach Hause gekommen. Unsere Felder sind angepflanzt. Irgendwelche Unholde da draußen. Es schneit schon wieder. Ja. Keine Unholde in der Nähe. Ich glaube, die Fackeln bringen's ausnahmsweise mal. Gut. Und sobald die Ernte dann mal ein bisschen eingefahren ist, haben wir auch mal ein bisschen was. Gut, da freue ich mich drauf. Nun gut. Mit diesen Worten sage ich erstmal auf Wiedersehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu meinem kleinen Plan, was ich vorhabe. Lasst euch überraschen, wird bestimmt ganz lustig und ja, abwarten und Tee trinken. Also, bis dahin, macht's gut, ciao.